Hey Leute und willkommen bei Anzu Monogatari, meinem Storytime-Format, in dem ich euch Geschichten aus Japan erzähle, die ich nicht gevloggt habe, die aber trotzdem lohnenswert sind, hier zu teilen. In der letzten Folge habt ihr abgestimmt und das Thema für die heutige Folge ist die hilfsbereite Frau, die extra mit dem Auto anhielt. Die Geschichte an sich ist eigentlich ganz kurz. Als mich meine Familie besucht hatte, sind wir mit dem Auto in so ein, ich nenne es mal gern, Shoppinggebiet in einer japanischen Kleinstadt gefahren. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass das eine lange Straße ist, eine recht große Straße. Und an dieser Straße gibt es überall an der Seite irgendwelche Shoppingläden, Secondhandläden, ganz viele Restaurants. Also so in die Richtung könnt ihr euch das einfach vorstellen. Wir waren dann dort bei einem Secondhand-Laden, haben dort das Auto geparkt und sind einmal die Straße hoch und runter gegangen, einfach um in Ruhe zu gucken, was gibt es hier für Restaurants, für Läden, wo man essen gehen könnte, ohne eben ganz schnell dran vorbeizufahren und uns spontan für eins entscheiden zu müssen. Nachdem wir aber nicht so richtig was gefunden hatten, auf das wir uns einigen konnten, habe ich vorgeschlagen, dass wir einfach zurück zum Auto gehen, ich ein Family-Restaurant raussuche und wir eben einfach dort zum Family-Restaurant gehen, denn da gibt es einfach für jeden was. Das heißt, wir waren auch eigentlich schon auf dem Weg zum Auto zurück und ich weiß noch, ich bin mit meinem Bruder etwas weiter vorgegangen. Wir haben so eine Straße passiert, so eine kleine Seitenstraße, die von der Hauptstraße abging. Und ich habe nur im Augenwinkel gesehen, wie in diese Seitenstraße so ein kleines Kaker, so ein Auto reinbog. Dann habe ich mich kurz umgedreht und habe gesehen, dass auf einmal dort eine Japanerin ganz wild versuchte, auf Englisch mit meinen Eltern zu kommunizieren. Und ich dachte so, ups, was hier passiert? Ich bin dann zu den dreien hingegangen und habe dann mitbekommen, dass sie diejenige war, die mit dem Auto in diese Seitenstraße gefahren ist und einfach nur angehalten hat, weil sie dachte, wir haben uns verirrt oder verlaufen oder wir wüssten nicht, wo wir hinwollen, was auch immer sie sich gedacht hat. Auf jeden Fall ist sie angehalten, um extra mit uns zu reden und uns helfen zu wollen und hat dafür ihr bestes Englisch rausgepackt, um mit uns zu kommunizieren. Ich habe dann mit ihr erst auf Englisch geredet und dann auch auf Japanisch ihr so ein bisschen die Situation erklärt und gesagt, dass wir eigentlich nur auf der Suche nach einem Family-Restaurant sind. Daraufhin hat sie dann kurz überlegt und uns den kürzesten Weg zum nächsten Family-Restaurant erklärt. Dafür war ich auch voll froh, weil dann musste ich nicht selbst noch groß nachgucken und tatsächlich war das nächste Family-Restaurant auch einfach nur um die Ecke sozusagen. Gerade mit dem Auto wirklich kein Problem. Dann habe ich mich bei ihr bedankt und auf einmal meinte sie, ja, ich kann auch mit dem Auto vorne wegfahren und dann fahren sie einfach hinterher. Wo haben sie denn ihr Auto geparkt? Und war schon ganz eifrig dabei, vorne wegzufahren sozusagen oder hatte sich das in den Kopf gesetzt. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, wirklich, das ist gar kein Problem, wir kriegen das hin. Das ist wirklich ja auch nur um die Ecke gewesen. Ich habe mich wirklich tausendmal dann bei ihr bedankt, dass sie so lieb war und uns halt so sehr helfen wollte, dass sie sogar mit dem Auto vorne weggefahren an wäre, nur damit wir uns nicht verirren oder so. Das fand ich richtig süß und habe mich dann dementsprechend bei ihr bedankt. Sie hat sich auch tausendmal bedankt, weil das Japaner eben zu machen. Und das ist eigentlich auch schon die Geschichte. Ich finde nur, diese Geschichte ist einfach so teilenswert, weil es einfach zeigt, wie viel, ja, Herzensliebe diese Frau hatte. Und das, obwohl es ein Wochentag war und mitten am Tag. Also wirklich, sie hat bestimmt irgendwas vorgehabt, sonst wäre sie ja nicht mit dem Auto unterwegs gewesen auf der großen Hauptstraße. Und trotzdem ist sie extra in diese Seitenstraße gefahren und dann angehalten, um uns zu helfen. Wirklich super lieb. Für mich repräsentiert diese Geschichte einfach, wie nett und hilfsbereit Japaner sind, gerade auch auf dem Land, und wie viel sie auf Englisch sprechen, obwohl man das gar nicht vermutet. Und klar gibt es auch wahrscheinlich in jedem Land Leute, die so nett sind und sowas machen würden, aber für mich ist das einfach der Inbegriff der japanischen, ja, Gastfreundschaft, sag ich einfach mal. Und zum Ende dieses Formats kommen wir wie gewohnt zur Abstimmung über das Thema für die nächste Folge. Es stehen wie immer zwei Themen zur Auswahl. Erstens, wie mein Handy-Akku mitten in Tokio ausging und zweitens, wie wir an einem Tempel Göttergaben geschenkt bekommen haben. Hier oben könnt ihr abstimmen, welche der beiden Geschichten für euch interessanter klingt und dann werde ich am nächsten Mal über die Geschichte reden, die die meisten Votes hat. Die Beteiligung wächst fleißig, ist aber noch sehr gering, also stimmt auf jeden Fall ab und lasst es mich wissen. Wenn ihr die nächste Folge auf keinen Fall verpassen wollt, dann denkt dran, dass ihr abonniert habt. Ansonsten kommt ihr hier zur letzten Folge und hier zur ganzen Playlist von dem Format. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr fandet es interessant und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.